Wer saugt denn da? Wer saugt denn da im Hintergrund? Guten Morgen im Norden, Hagenbecksche Tierpäckchen, geht weiter. Ja, es geht weiter, Mensch. Ach, ist das nicht schön. Heute, was bauen wir denn Schönes? Was bauen wir denn Schönes? Ich bin für die Trampeltiere, im Fachjargon auch Kamel genannt. Also Herr Gaming Badass, Kamel, Trampeltier, nicht? Ist die Obergruppe. Er braucht ja mal ein bisschen Nachhilfe. Nix, wir machen weiter hier. Und bauen erstmal echt, also die Häuschen sind echt simpel. Und ihr seht jetzt daher, gut, dass ich das da hinten rausgelegt habe, aus dem Häuselein. Kann man gleich weitergehen zum nächsten Gehege. Ganz clever gemacht. Von Fritzi. Achso, das bin ich. Richtig. Ja, wir brauchen ein bisschen Trampeltier. Was kommt noch heute? Der Norsenbär. Ja, tatsächlich, da habe ich gehört, der Nasenbär. Ach, das ist aber auf dem Spiel. Ja, bei mir ist das. Das Gehege wird ein bisschen größer als im Real, tatsächlich. Ich habe hier so ein bisschen Terraforming betrieben, damit es nicht so eindimensional ist. Und man die Tiere einfach besser sehen kann. Zaun, Copy-Paste ist halt recht simpel gehalten. Obwohl man hier so ein bisschen abweicht, finde ich. Also ich weiche so ein bisschen ab. Ein bisschen zu stark ins Gehege rein mit dem Zaun. Dadurch sieht es aber dann auch echt, also sagen wir mal, frühzeitig selber gebaut aus. Also sagen wir mal, dass es so einen gewissen Nostalgiefaktor hat, da es nicht alles so 100% gerade ist. Aber ihr seht, das ist schon relativ weit weg hier vom Wege. Jetzt kann ich das noch, ich glaube, das lösche ich sogar nochmal. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch auch auf die Nasenbären freuen. Das ist eine Mod, die läuft bei mir. Finde ich super. Also genau die richtigen Mods laufen. Das finde ich sehr beruhigend. So, ein paar Steinchen gesetzt, immer schön gedreht, damit sie auch unterschiedlich aussehen. Und dann ganz simpel einfach nur den Maschendrahtzaun. Ja, der ist nun mal so da. Ich kann es nicht ändern. Es ist relativ simpel gehalten. Der Hagenbecksche Tierpark. Beim Eismeer werde ich mir natürlich richtig Zeit nehmen. Keine Frage. Also keine Angst. Schnell die unsichtbaren Zäune drumherum. Nach außen nicht ganz so viel Platz übertrieben, so wie ich das sonst immer mache. War mir nicht sicher, ne? Also muss ja nicht sein. Gerade weil ich ja außen viel Pflanzen nehme, die europäisch sind, die natürlich bei den Trampeltieren nicht so beliebt sind. Trampeltiere leben auch. Ein Männchen, viele Weibchen, und da haben die Weibchen wohl das Sagen, so wie ich gehört habe. Hier am Anfang geht es halt noch, da kommen die Tiere relativ schnell, weil das Park, das Lindner Park Hotel sehr nah vorne ist. Das ist ja da. Da wo es quasi mein Headquarter ist, mit Tierhandel und Arztpraxis und so. Was kommt heute noch? Ja, das Orang-Utan-Haus wird auch gesetzt von der lieben oder dem lieben unkreativer Zopf. Ich nehme an, das ist ein Mädel. Mädchen, Dame, Frau. Damit nochmal herzlichen Dank. Du kriegst auch ein verdientes kleines Schildchen an das Orang-Utan-Haus. Das will ich mir natürlich nicht aneignen. Ich stelle mich relativ dämlich an, das zu setzen, muss ich sagen. Das gebe ich gerne zu. Aber es läuft. Es ist die Hauptsache, es läuft. Und ich musste da auch ein bisschen was ändern. Und weil die Otter sind immer abgehauen, die Zwergotter, die ziehen dann natürlich da auch ein. Ich habe früher mal gedacht bei Hagenbeck, als ich da auch das alles so gesehen habe, dass die nur eine Otterart haben. Und dass quasi die Otter aus ihrem Einzelgehege dann irgendwann zu den Orang-Utans gezogen sind. Das stimmt aber nicht. Das ist so nicht richtig. Die haben nämlich einmal die Riesenotter. Mit ihrem, also auf das Gehege freue ich mich schon richtig, das zu bauen, weil das wird nochmal richtig schön. Und die haben dann die Zwergotter, die mit den Orang-Utans versozialisiert wurden.
Ist das überhaupt ein Verb? Man weiß es nicht. Ja, und die Zwergotter, zum Glück haben wir sie jetzt ja auf dem Spiel seit dem vorletzten DLC, glaube ich. Oder ne, bei den Wetland war das, glaube ich, ne? Feuchtgebiete, ja. Und ja, genau die werden natürlich dort benutzt. Vorweg kann ich auch schon mal sagen, viele haben ja vielleicht schon auf Facebook die Tempelbilder gesehen. Da wird es auch ein Speedbuild zu geben, keine Angst. Da stelle ich mich auch einigermaßen dumm an. Obwohl es eigentlich wirklich, es war recht nervig, muss ich sagen. Also ist nicht so meine Arbeit. Obwohl das Endergebnis kann sich sehen lassen. Ich bin mit der Goldfarbe natürlich nicht ganz so zufrieden. Warum auch immer. Also das gefällt mir nicht so. So, vor den Zorn ist ja relativ buschig. Haben noch ein paar Bäumchen reingepackt. Aber von der linken Seite kommen halt schon ziemlich viele Bäume. Also von daher wollte ich es dann nicht so übertreiben. Aber es ist eine relativ dicht bewachsene Allee. So unten in dem Monitor habt ihr gesehen, in der Infotafel, dann das von Frontier vorgegebene, sodass die Leute dort auch stehen bleiben. Und dann ist das Trampeltiergehege auch so weit eigentlich auch schon fast durch. Ja, es ist, wie gesagt, es ist relativ simpel gehalten. Also genau, hier wollte ich noch mal so ein bisschen ins Bärengehege schauen, was da los ist, die Onagas. Genau, hier noch ein bisschen indischen Bambus rein. Das mögen die Onagas tatsächlich sehr gerne. Spendenboxen dürfen nicht vergessen werden, sonst kommen die Aktivisten. Denn das zählt dann als nicht Arterhaltung und so. Wir machen weiter und jetzt kommt der Nasenbär. Ich finde die ja zu putzig. Also wenn ich die sehe bei Seebär, Leopard, Seebär und Co., da ist immer super. Hier nehme ich eine andere Art von Graben. Das ist wirklich richtig Tierpark-like, wie ich finde. Genau, hier baue ich erst dann das Häuschen, was sehr markant ist. Durch die braune Tür sieht fast aus wie so ein kleines Hobbit-Häuschen. Finde ich, es sticht immer sehr hervor. Und da dieses Häuschen nur für die Nasenbären ist, habe ich mir gedacht, packst du da einfach noch ein paar Mitarbeitergebäude rein. Die sind ja auch sehr rar gesät. Und ich bin auch zufrieden, dass ich hier also eine andere Taktik, als die ich sonst bei den Recreations mache. Sonst stelle ich mir ja immer alles schon hin und voll und hier und da. Und hier mache ich wirklich alles nach und nach. Und ich muss sagen, das gefällt mir viel, viel besser. Muss ich mir angewöhnen, tatsächlich. Das andere baut echt sehr viel Druck auf, wenn man sich alles schon irgendwie hinstellt, tatsächlich. Ist vielleicht bei Planet Coaster auch was anderes, wenn man da die Achterbahn und so schon irgendwie vorgebaut hat. Das geht ja hier relativ schlecht. Also, wie willst du? Klar, man könnte die Gehege einzeln irgendwie vorbauen. Macht aber ja auch nicht so viel Sinn. Klar, bei dem Orang-Utan-Haus macht es Sinn. Beim Eismeer theoretisch auch. Vielleicht kriege ich das ja dann auch sogar kopiert. So. Schauen wir mal. Aber das muss erstmal fertig sein. Da bin ich noch weit von weg. Wie gesagt, ich habe den Weg der Pinguine, also das ist so ein Abschnitt im Eismeer, den habe ich im Workshop gefunden, habe ich mir immer noch nicht angeschaut. Ob man das benutzt oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber das ist ja auch nur ein Teil, es ist ja ein Teil des Innenlebens des Eismeers, wo die Pinguine quasi über so eine Rutsche von innen aus der Kolonie irgendwie nach draußen und zum Futterplatz und zu den Brütplätzen und was weiß ich. Hat Hagenbeck sich tatsächlich recht mal was einfallen lassen. Soll jetzt keine Kritik sein. Ich finde es ganz toll, dass sie das da gemacht haben. Das Eismeer ist wunderbar geworden. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem Fernsehen hätte ich jetzt gedacht, habe ich mir das immer sehr viel größer vorgestellt. Als ich dann letzte Woche da war, schien es doch eher klein zu sein. Also kleiner, als ich mir hätte vorgestellt. Als ich dann durchgegangen bin, und dann kam noch eine Etage und noch hier und noch da was zum Gucken. Und es ist doch relativ, also es ist doch sehr, sehr groß. Das kann ich schon mal sagen. So, hier schließt man, das ist übrigens, wenn ihr Gehege nebeneinander baut,
mit den unsichtbaren Barrieren ist es sehr praktisch, dass man sie anschließen kann aneinander. Also das passt soweit. Genau, hier kommt der Innenbereich. Den habe ich auch nur ein bisschen gestaltet, also nicht. Und hier sind sie, meine Nasenbären. Eine richtig tolle Mod. Ich glaube, die sind aufgebaut auf den kleinen Pandas. Würde ich jetzt mal so tippen. Ich habe hier amerikanischen Biber eingegeben. Ich war der Meinung, ich hätte ein Video von Leaf oder so gesehen, als er den Mod Showcase gemacht hat. Der macht ja immer so tolle Mod Showcases. Ich war der Meinung, dass die auf dem Biber aufgebaut sind und deswegen nicht klettern können. Habe mich aber vertan. Also der Nasenbär ist tatsächlich auf dem kleinen Panda aufgebaut. Deswegen können die auch klettern. Was natürlich Sinn macht. Es ist ja, was ist der kleine? Es ist eine Bärenart. Es ist eine Bärenart. So, guck mal, da gibt es sogar Infotafeln bei den Mods. Bei manchen Mods funktioniert das, bei manchen nicht so. Hast du ein leeres Bild oder sonstiges. Macht aber nichts. Wir haben ja sowieso unsere eigenen Infotafeln. Hier sind, ich möchte tatsächlich auch immer so die Bäume, wie die Tiere mögen. Ist aber nicht immer leicht, tatsächlich. Dann das, also die Bäume hinzukriegen, die dann auch mögen, die dann aber auch so aussehen, dass genau die dahin gehören. Also da gibt es nämlich markante Bäume in Hagenbeck, die da so stehen, zwei in der Zahl, die so wie hier V-artig herauswachsen. Das war dann gar nicht so einfach. Genau, und jetzt meine Lieblingsbeschäftigung hier, normale Häuser in Stein zu hüllen. Und das ist ja auch ein relativ kleines, simples Gehege. Hier steht nämlich nochmal ein Baum. Schade, dass wir keine fallenden Blätter, also sprich diese als Textur haben, so wie bei Planet Coaster. Da gibt es ja die Textur auch von Laub. Die gibt es hier leider nicht. Warum auch? Ist ja ein Zoospiel. Warum soll da noch mehr auf die Natur eingegangen werden? Nein, also schade einfach, das gibt es hier nicht. Immer schön bewalden mit den europäischen Pflanzungen hier. Genau, dann setzen wir da die selbstgemachten Schilder hin. Ich baue hier leider, glaube ich, nicht den Kletterstuff. Den habe ich, glaube ich, im nächsten Video erst ausprobiert. Genau, hier versuche ich jetzt, welche Tür kann man nehmen. Da habe ich mich für diese hier entschieden, einmal gedreht. Und ihr seht irgendwie, also das Gelände ist sehr hügelig, die Wege sind angepasst. Es passt soweit. So, von innen habe ich das tatsächlich nochmal, wollte ich das nochmal so gestalten, wie es in real ist. Die Knetgummifigur, die da unten steht, also die mit den Basic Shape Teilen. Wie gesagt, für die, die nicht modden wollen, können oder sonstiges, da stehen die Basic Shape Animals noch mit drin bei den Mod-Tieren, sodass ihr ohne Probleme die Gehege auch mit den Basic Shape Teilen, Tieren, Teilen, Tieren, Tieren teilen, Toltet, Teltot, was? Zurückspulen, was? einfach voll machen könnt, dass die Gehege nicht so leer wirken. Ich kann euch die Mods empfehlen, wie gesagt. Soll ich, wenn ich dazu mal ein Tutorial machen soll, wahrscheinlich, es gibt aber schon 1000 Stück da draußen, dann schreibt es ruhig in die Kommentare, wie man die Mods installiert. Es ist echt so simpel. Es ist. Die Gefahr besteht natürlich leider, dass die Spiele abstürzen dabei. Und das ist, finde ich, immer irgendwie schade. Wenn ich bedenke, was die Modder da so hinkriegen, was für Tiere die dort hinzaubern und wie die dann auch aussehen. Also die sehen ja nicht aus, als weiß ich nicht, wenn das ein dreijähriger Kindergarten gemalt hätte. Die sehen ja wirklich echt aus. Ne? So, nochmal zwischenspeichern. So, jetzt, haha, jetzt geht's los. Das Setzen des Orang-Utan-Hauses. Wie gesagt, unkreativer Zopf hat es gebaut aus dem Workshop. Normalerweise, weil es ja jetzt hier auch ein Gehege ist und so, würde es ja dann das Terraforming mit annehmen, unter dem es gespeichert wurde. Jetzt habe ich gedacht, naja, guck mal, da ist noch ein Stück Weg. Vielleicht deswegen nicht. Und es ging immer nicht. Terra,
Terrorbearbeitung fehlgeschlagen oder sonstiges. In meinem Werkstattzoo, also jeder sollte ein Werkstattzoo haben, wo ihr Sachen ausprobieren könnt oder euch auch Blueprints angucken könnt und sonst, da hat das ohne Probleme geklappt. Hier hat es nicht geklappt. Natürlich hat es da so nicht geklappt. Das Problem ist, wenn ich es jetzt an eine andere Stelle setze, dann das Gehege, also diesen unsichtbaren Zaun, wegnehme und es dann verschiebe, so wie ich es leider machen musste, dann stimmt natürlich die Terraforming-Bearbeitung nicht mehr. Da darfst du das nämlich alles selber machen. Ich kann es schon mal auflösen. Genau das musste ich. Es funktioniert einfach nicht. Es ist ein Graus. Es ist manchmal ein Graus. ihr seht es. Zentimeter um Zentimeter versuche ich diesen Shit-Chrom da jetzt hinzusetzen. Das funktioniert nicht. Hier hat es dann funktioniert, also nehme ich es weg, einmal kopieren. Das liegt wahrscheinlich auch da drin, weil da dran, dass da noch ein paar Shops drin sind und sonstiges. Also, das ist immer gut gemeint, das finde ich auch super, dass diese ganzen Sachen da drin verbaut sind und alles. Macht es aber echt schwierig zu setzen. Ich hatte das damals mit dem Begrüßungscenter in Jurassic World, was ich gebaut habe, das war ja auch aus dem Workshop, hatte ich das gleiche Problem. Und es lag daran, dass Vivarien verbaut waren. Aber Leute, wenn ihr sowas baut, ich finde es ist ja toll, das ist super Arbeit. Doch lass doch diese Einrichtungsgegenstände, lass sie doch einfach weg. Also sprich Mitarbeitergebäude, Shops, Bänke, Mülleimer, lass dich doch bitte weg. Stell das doch ohne diese Sachen als Blueprint dann einfach online. Es ist einfacher zu setzen für uns, ne? Also tatsächlich. Es ist doch dann auch immer ärgerlich. Ich meine, klar, so ist es halt. Es ist dann mehr Arbeit. Ich mache das ja gerne. Die Arbeit ist mir jetzt ja nicht so. Ist ja egal. Das jetzt aber auf die perfekte Höhe zu kriegen, ihr wisst, Wege und so, das ist dann auch noch dann wieder so eine Sache, hier den Graben frei zu kriegen, ein paar Sachen schweben, das ist mir dann hinterher aufgefallen, so, guckt hier, dann hast du das Problem mit dem Wasser und all so eine Scherze. Und also dann lass doch die Dinger weg, dann ist die Sache doch geritzt. Nichtsdestotrotz, eine wunderbare Arbeit von dir, unkreativer Zopf. Ich kann es noch mal betonen, ich hätte es selber nicht besser bauen können. Wahrscheinlich hätte ich es gar nicht bauen können. Es ist einfach geniale Arbeit. So, jetzt habe ich den Fluss tatsächlich mal hingekriegt. Die Barriere, die wird gleich noch verschwinden. Hier noch ein bisschen Terraforming. Hier ist dann natürlich das Terraforming total in die Hose gegangen. Mein Kampf mit dem Gehegeeingang. Hier hat es dann irgendwie funktioniert. Man sieht es dann ja auch nicht so wirklich, wenn man hier oben lang geht. Und ach, es ist ein Graus. Das ist natürlich dann immer schwierig. So. Dann ist etwas Merkwürdiges passiert. Ich kann es tatsächlich... Also jetzt müsste man natürlich erstmal die Gebäude dort rausmachen. Bin ich nicht drum rumgekommen. Zack, zack. Alles gerade machen. Jetzt könnte man ja denken, jetzt müsste es ja passen. Es ist ja gerade. Ach, Pustekuchen. Pustekuchen, Leute. Das passt natürlich nicht. So, und jetzt geht das mit den Wegen wieder los. Und du siehst ja nichts, weil jetzt das Gebäude schon steht. Aber es ist ja schon verbunden. Es ist ja tatsächlich verbunden. Auch wenn man es hier nicht so wirklich sieht, aber es ist tatsächlich verbunden. So, hier nochmal. Genau, das klappt sogar sehr gut. Aber jetzt verbindet sich das wieder alles. Es ist ein Kurs. Das Wegetool. Es könnte nicht komplizierter sein, tatsächlich. Aber gut, was soll's. Die habe ich dann einigermaßen angepasst, damit die Leute nicht ganz so da durchglitschen. Genau. Hier den Weg etwas verlängert, sodass man an die Seite anschließen kann.
hier kommt ja dieser kleine Essensbereich hin, in der dort existiert. Und von da aus geht ja dann so eine kleine Brücke über so einen See. Der See dann verbunden mit dem großen See in der Mitte und da führt ja so eine Hängebrücke drüber. Die habe ich dann auch noch selbst gebaut. Ich weiß gar nicht, habe ich das aufgenommen? Ich hoffe, ich habe es aufgenommen. Bin mir gerade unsicher. Also das wird nicht im Wegetool sein. Die Brücke wird nicht begehbar sein. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die ist einfach selber gebaut, weil mir das so alles nicht gefallen hat. Es muss da noch mit drin sein. Weil ich jetzt hier den Weg noch hochbaue. Genau. Weil da gibt es noch so eine Aussichtsplattform. Kannst du ja nicht anders machen als mit diesen dusseligen Wegen hier. Genau, das sah wieder mega hässlich aus. Das wird so nicht bleiben, das kann ich euch jetzt schon verraten. Genau, hier habe ich jetzt die Tiere, wollte ich jetzt, ne? Ein Alpha-Männchen und kein Weg zum Ziel. Obwohl es alles verbunden ist. Ein Graus, sage ich euch. Verstehe ich nicht. Also, wieder abgerissen. So, alles, genau. Alles ein bisschen runtergezogen. Es war alles terrainmäßig nicht so gut. Auch da oben müsste ich vielleicht das Terrain noch mal ein bisschen ändern. Jetzt hat man die Tür nicht mehr reingekriegt. Es war ein Graus, sage ich euch. Es war ein Graus. Besonders, ich mag es ja immer nicht, wenn man dann nichts sieht. Das ist ja... Also... Vielleicht hätte ich es auch anders machen müssen. Keine Ahnung. So, dann hat es wieder irgendwie funktioniert. Gedacht, ach komm. Schilder drauf, kommt die Tür halt da vorne. So, jetzt aber. Jetzt konnte ich die Tiere da tatsächlich auch einsetzen. Und, weiß gar nicht, sieht man es gleich noch. Ich muss da nämlich eine kleine Rampe bauen, weil die Zwergotter da nicht runterkommen. Was aber auch total bescheuert ist. Also, warum kommen die da nicht runter? Na, wenigstens konnte ich die Barriere da verstecken. Das ist doch schon wieder ein Vorteil gewesen. Ich kenne da Leute, die haben mit Wasserbarrieren richtig Probleme. Wollte da noch ein Klo reinsetzen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Connectete überhaupt nicht zu dem Weg. Na, egal. Dann kommt das Klo halt außen hin. Ein Graus, sag ich euch. Warum es nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Also dämliches Klo da reinzusetzen. Aber egal, dann kommt es halt oben hin. Da hat es auch nicht gepasst. Ich glaube, da oben ist kein Klo. Aber das ist das allererste Klo, was die Leute überhaupt haben. Also von daher. Genau, hier war... Und dann kam der kleine Otter und... Der konnte da nicht runter. Genau. Der Otter konnte da nicht runter. Da hinten war noch eine Fluchtmöglichkeit. Dadurch, dass das Terrain ein bisschen zu niedrig ist. Naja, musste ich da eine Rampe bauen für die Otter. Eine Rampe. Die können auch sonst... Also die sind ja sehr agil. Ne? Die können ja auch eigentlich überall runter und hoch. Für die Orangs war es kein Problem. Gut, machen wir eine Rampe hin. Später, ich weiß nicht, ob das irgendwo auf einem anderen Video noch drauf ist, ich musste da die Wände auch noch ein bisschen runterziehen. Denn die Otter, als die nämlich Nachwuchs bekommen haben, der Nachwuchs konnte dann dadurch, da waren die Löcher zu groß quasi. Das funktionierte dann wieder nicht. Naja, was soll's, macht man ja gerne. Dafür hat man es halt nicht selber gebaut. Aber wie ihr seht, einfach nur hinstellen ist manchmal nicht. Also man muss dann auch nochmal selber ran. Ihr habt vielleicht... Da hinten war auch eine Gehege-Informationstafel von Frontier. Das habe ich gestern, glaube ich, offscreen habe ich das geändert. Natürlich haben die auch wieder unsere ganz normalen Infotafeln. Genau, das Video endet gleich. Ich sag schon mal tschüss. Denkt an die Parkvisiten und Zoovisiten, an den Livestream dienstags ca. 20 Uhr auf Twitch. Freue mich auf euch, wenn ihr weiterguckt. Lasst einen Kommentar da, ein Däumchen, Kritik, alles Mögliche. Ich bin Thomas Freaks. Bis demnächst.